Kürzen wir das Ganze mal ein bisschen an. Wie oft werden die da hinten eigentlich wiederbelebt? Das ist der Todesrufer. Okay. Unsere Armee hat jetzt zwar ganz schön Federn gelassen, aber das geht noch, solange die Helden dabei sind. Außerdem haben wir es eh so gut wie geschafft jetzt. Der Rexer ist ja kurz vor Level 11 mittlerweile. Und ja, kurz vor Level. Ja, kurz vor Level 12 und kurz vor Level 11. So ist es. Bisschen Mana tanken können wir auch mal wieder. Okay, das sollte reichen. Hier sind zum Glück keine Viecher mehr, die uns hier irgendwie aufhalten würden. Aber das Ganze hat uns einen Haufen Kohle gebracht, sehe ich. Das heißt, wir können uns eine Maske des Todes kaufen. Die kriegt aber dann wahrscheinlich gleich wer anders. Aber erstmal gehen wir zu Kern. Na dann, schauen wir mal. Hey, mein Sohn, ich wähnte dich für immer verloren. Ich war ein alter Narr, so zu verzweifeln. Rexar, als ihr mir meinen Sohn zurückgebracht habt, da habt ihr mir ein neues Leben geschenkt. Dafür werde ich euch immer dankbar sein. Nun denn, ihr habt gesagt, euer Kriegshäuptling habe Schwierigkeiten. Die Horde brauche wieder einmal die Tauren. Zrall hat seinerzeit viel für uns getan. Wir lassen ihn nicht im Stich. Meine Krieger treffen sich auf dem Schlachtfeld mit dem Kriegsgott. Aber ich werde mit euch zurückkehren. Ja. Wir haben Kern jetzt als Helden. Der kriegt jetzt erstmal die Runenarmschienen von seinem Sohnemann. Und wir dürfen ihm auch gleich einen weiteren Statuspunkt verteilen. Und ich wäre hier eigentlich da gleich für die nächste Ausdauer-Aura, weil es unseren anderen beiden Helden auch noch was bringt. So, im Lager haben wir ja nichts. Oh, da habe ich ganz vergessen, was mitzunehmen wollen. Ah ja, das ist gut. Und hier, du kriegst mal eine Maske des Todes, damit du ein bisschen am Leben bleibst. Jagt sie raus. Und wobei. Da gab es dann noch andere Sachen. Ich muss mal schauen, wie viel die jetzt kosten. Weil dann können wir ihm gleich ein bisschen was anderes noch geben. Okay, das ist jetzt etwas teuer. Okay, lassen wir das erstmal. Sturm zieht auf.
Wer weiß, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen Geld zusammen. Was liegt vor mir? Aber erstmal müssten wir zurück auf die Hauptkarte. Schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Jagt sie aus. Auf der Pirsch. Zum Goldschirm müssen wir, okay. Dann gehen wir mal zum Wolchin. Und dann schauen wir mal, was der uns hier wieder zu sagen hat. Und was wir als nächstes tun sollen. Unsere Späher haben diesen verwundeten Oger nahe des Grenzlandes gefunden. Trotz seiner Wunden kam er bis hierher, um Hilfe zu suchen. Müsst helfen. Neuer Kriegsherr erobert Clan. Tötet viele Krieger. Führt Clan in Ruin. Brüder nicht überleben. Ich Hilfe suchen. Neuer Kriegsherr? Hm? Seid unbesorgt, Freund. Ich denke, wir können euch helfen. Eure Medizinmänner sollen seine Wunden versorgen, Wolchin. Ich werde seinem Clan einen kurzen Besuch abstatten und mir diesen neuen Kriegsherrn persönlich ansehen. Oh. Okay, das ist da unten, wo wir vorhin noch nicht durch konnten. Dann gehen wir mal dahin. Ich sollte mal Misha wieder rausholen. Na, Kern fehlen jetzt die ganzen tollen Items, die die anderen haben. Der hält jetzt nicht so ganz viel aus wie Rexar, der mit seinen 1700 Leben dasteht. Wobei er mit 1400 eigentlich auch schon ganz gut dran ist. Und da sind ein paar Menschen. Schön was aus. Was liegt vor mir? Oh, ein Medaillon des Mutes, das ist gut. Jagt sie aus. Können wir Kern was Nützliches geben? Mörlax. Ich habe ja, die hört mir gar nichts aus. Wenn man mal so die richtig heftigen Gegner gewinnt, ist, dann wundert man sich, wie wenig die normalen aushalten. Aber unsere Helden sind sowieso ziemlich stark mittlerweile. Uff, da war ihm aber langweilig, wenn der so viel Wasserelementare beschwören wollte. Schön viel Leben hier. Ein Mana-Anhänger, das ist gut für Kern, der hat sowieso kaum Mana. Ich wandere allein.
Moment, ich glaube, hier war doch noch was. Das können wir jetzt, glaube ich, gleich mal schön zwischenschieben. Hier gibt es nämlich noch ein bisschen was zum Entdecken. Okay, hier war es nicht, aber hier haben wir ein paar Wildekin. Ich meine trotzdem, dass es hier was Tolles zu entdecken gab hier. Ja, genau, hier war's. Hier war so ein toller Tempel. Magistratentempel. Zauberer aus der ganzen Welt folgten dem Lockruf der arkanen Artefakte und reisten hierher, um zu forschen und ihre Macht zu vergrößern. Ihre Magie gilt jetzt ihr einziges Interesse und jeder, der nicht ihre Gier teilt, gilt als Eindringling und wird sofort getötet. Hört sich ja sehr einladend an. Auferstehungsstein haben wir hier wieder. Gut. Okay. Na dann. Die Gegner hier drin sind, soweit ich mich erinnere, ziemlich stark. Also hier am Anfang geht's noch und so, aber weiter hinten wird das Ganze ziemlich heftig, wie ich es in Erinnerung habe. Die können wir auch mitnehmen. Auch wenn Rune der geringen Heilung mittlerweile ziemlich schwach ist bei so viel HP. Die 4 sind immun gegen Magie, ja. Bevor hier wieder was passiert. Die machen ganz schön heftigen Schaden. Sind glaube ich auch immun dagegen, ja. Was geht jetzt eigentlich noch hier? Ich glaube, das Ding hier hat ja ein paar Seitenarme hier und da. Und dort sind richtig heftige Gegner. Intelligenz kannst du jetzt mal haben, weil dein Mana braucht ein bisschen mehr Boost. Oh ja, das sind die hier. Die sind wenigstens nicht mal immun.